Samsung hat heute den Nachfolger einer der beliebtesten SSD-Serien vorgestellt. Und zwar handelt es sich hierbei um die 850 Evo. Die 840 Evo kennen wir ja alle, ein sehr beliebtes Laufwerk, weil es eine der ersten SSD-Serien waren, die besonders günstig waren. Und mit dieser SSD-Serie will jetzt Samsung die 3D V-NAND-Technologie in den breiten Markt bringen und wir sehen uns mal an, was die SSD alles so mitbringt. In Bezug auf die Backform geht Samsung jetzt mal andere Wege. Sie ist deutlich heller gestaltet, als das bisher der Fall war. Wenn man sich die bisherigen SSD so ansieht, von der SSD 470 weg, kamen bisher alle in dunklen Backformen. Das einzige Zubehör, das die SSD mitbringt, ist diese CD. Darauf finden wir eine Datenmigrationssoftware sowie den SSD Magician 4.5. Dieser ist zwingend notwendig für die SSD S50 Pro, wenn Sie also immer noch die SSD 4.4 Version nutzen, wird die SSD nicht erkannt werden. Die SSD sieht auch ein bisschen anders aus, also sie hat ein deutlich dunkleres Design bekommen. So ein bisschen wie die 830, nur ohne orange Note. Insgesamt ein deutlich dünkleres Laufwerk. Die SSD 850 Evo erscheint in insgesamt 4 Kapazitäten. Hier sehen wir auch schon 1 TB, 500 GB, 250 GB sowie 120 GB. Beim Vorgänger gab es auch noch eine 750 GB Version, die gibt es jetzt nicht mehr. Vermutlich war die Kapazität einfach zu exotisch, weshalb Samsung auf diese einfach verzichtet hat. Hier haben wir mal zwei SSDs der 850 Evo geöffnet. Wie man sehen kann, sind beides im Verhältnis zu anderen SSDs sehr kleine Platinen. Hier haben wir die 1 TB Version, die hat auf dieser Seite der Platine hat sie 4 Chips verbaut. Wenn wir die Platine umdrehen, sehen wir 4 weitere Speicherchips, sowie auch zum Unterschied auch auf der anderen Seite ist hier noch der Controller und 1 GB Low Power DDR2 RAM. Der Controller ist dasselbe wie beim Vorgänger und auch bei der SSD 850 Pro, immer noch der Samsung MEX Controller, allerdings mit leicht veränderten Taktraten. Zum Unterschied zur 120 GB Version hier. Hier sehen wir nur einen einzigen Speicherchip sowie den Controller und den Speicher, also DDR-Speicher. Hier hat sich Samsung für einen anderen Controller entschieden. Dieser trägt den Namen NMGX. Und bisher konnten wir da noch keine konkreten Informationen zu den Unterschieden auftreiben, aber wir gehen davon aus, dass dieser nur 4 Speicherkanäle nutzt und sich so günstiger wie auch stromsparender produzieren lässt. Die 120 GB Version ist übrigens genauso groß wie die 250 GB Version, wobei diese halt auch noch auf dieser Seite einen Chip verlötet hat. Die große Neuerung ist wie schon bei der SSD 850 Pro der 3D V-NAND. Dabei handelt es sich nicht um normalen flachen NAND, wie man das bei anderen SSDs normalerweise kennt, sondern hier werden mehrere NAND-Schichten aufeinander gestapelt. Speziell in diesem Fall sind es 32 Lagen, das stellt auch aktuell das Maximum des technisch Machbaren dar. Der Vorteil ist halt, die Speicherzellen können deutlich größer gebaut werden, was in einer besseren Haltbarkeit mündet, weshalb auch Samsung bei dieser SSD insgesamt 5 statt wie bisher 3 Jahre Garantie gibt. Wieder mit dabei ist auch die Dober-Write-Technologie. Das ist im Prinzip ein schöner Name für einen Pseudo-SLC-Speicher, der dabei genutzt wird. Also hier werden nicht wie normalerweise diese DLC-Speicherzellen mit 3 verschiedenen Bits beschrieben, wie das eben der Sinn dieser Speichertechnologie ist, sondern eine Speicherzelle wird dazu genutzt, um nur ein einziges Bit zu beschreiben, was dann dafür sorgt, dass sie sich viel schneller beschreiben lassen. Die Größen sind zur 840 Evo gleich geblieben. Die 1 TB Version hat insgesamt 12 GB, die 500 GB hat 6 GB Turbo-Write Cache und die beiden kleinsten SSDs haben jeweils 3 GB. Das war's zum Inneren der SSD. Was genau sie so leistet, seht ihr in den Benchmarks zu diesem Artikel.